Sie möchten die App SoVD-Magazin einmal weiterempfehlen. Und zwar über den Google Play Store kann man das sehr einfach machen. Man tippt einfach auch auf Play Store und dann öffnet sich hier der Google Play Store. Und ich kann dann hier oben einmal, wo Google Play steht, einmal reintippen. Dann erscheint die Tastatur und ich könnte zum Beispiel einmal den App-Namen eingeben. SOVD Leerstelle Magazin. Magazin. SOVD Magazin. Ich hätte auch nur SOVD eingeben können und dann einmal hier auf das Lupensymbol tippen können. Dann gelange ich hier auf diese Vorauswahl. Hier steht einmal SOVD Magazin Sozialverband Deutschland und da tippe ich einmal drauf und ich sehe, diese App habe ich hier auf diesem Gerät schon installiert. Das sieht man daran, dass hier öffnen steht und nicht installieren. Öffnen und deinstallieren, also habe ich das auf mein Gerät drauf und ich möchte jetzt diese App, die ich jetzt hier gerade sehe, die ich jetzt hier auf diesem Bildschirm sehe, egal welche App das jetzt nun wäre, weiterempfehlen. Ich würde einmal dann hochschieben und bei jedem Fenster von einer App gibt es dann einmal ein Symbol, das nennt sich Teilen. Das ist hier dieses Symbol. Da tippen Sie einmal drauf und dann wird Ihnen mitgeteilt, über welche Möglichkeiten Sie bei diesem Gerät verfügen, das Ganze zu teilen. Ich könnte zum Beispiel einmal sagen, ich würde jetzt einmal auf meinem Gerät habe ich jetzt zum Beispiel die App QR-Code, QR-Droid. Also QR-Droid habe ich da und wenn ich dann einmal hier auf QR-Code gehe, dann übersetzt er mir den Link auf diese Seite einmal hier als Text hier. Das ist der Link praktisch dahin und wenn ich einmal drauf tippe, wird aus diesem Link einmal ein QR-Code erzeugt. So, und wenn Sie diesen QR-Code dann hier auf dem Gerät haben, auf Ihrem Gerät, können Sie innerhalb eines Raumes zum Beispiel diesen QR-Code einmal weiterreichen. Sie könnten das Ganze auch einmal speichern und weiterreichen, diesen QR-Code, das geht auch. Aber es geht ja jetzt um die Weitergabe dieses Links auf diese App SOVD-Magazin. Ich gehe also wieder zurück und ich bin jetzt wieder hier auf meinem Fenster hier bei Google Play Store und ich habe jetzt die App, die ich weiterempfehlen will, jetzt einmal wieder im Bild und ich gehe jetzt noch einmal runter und zeige Ihnen eine andere Möglichkeit. Die würden also zum Beispiel einmal hier runtergehen auf Teilen und jetzt könnten Sie sich natürlich auch eine andere Möglichkeit aussuchen, zum Beispiel über ein E-Mail-Konto, was Sie hier auf Ihrem Gerät installiert haben, über Facebook, über eine SMS könnten Sie das auch verschicken, das geht auch. Dann würde das eben weitergereicht werden, zum Beispiel hier tippe ich einmal drauf, Nachrichten. Und dann ist das jetzt der Link praktisch dorthin, nur man weiß jetzt nicht, um was es jetzt hier geht. Deshalb könnte man dann vielleicht hier anschließend noch was dabei schreiben. Da könnte man hier noch runtergehen. Hallo. Hier geht es zur Installation der App SOVD-Magazin. So, und dann kann ich das Ganze jetzt versenden. Hier könnte ich vielleicht noch einmal ein Magazin einmal hier so weitermachen und dann würde ich jetzt das eben hier versenden können. Jetzt suche ich mir einen Empfänger aus. Ich suche mir zum Beispiel einmal und da habe ich einmal müsste ich mir jetzt einmal hier aussuchen. Ja,
Dann suche ich mir einmal hier das Handy aus von diesem Teilnehmer. So, und jetzt habe ich das hier oben eingegeben, dass das dahin geschieht. Das ist ja der Empfänger. Habe ich ja jetzt eingegeben. An mehrere will ich das nicht senden, sonst müsste ich hier noch weitere raussuchen. Und jetzt gehe ich einmal auf Weiter. So, und jetzt wird das Ganze einmal versandt an dieses Handy. Macht er das nicht? So, jetzt wurde das versandt, indem ich hier auf den Brief getippt habe. So, hallo, hier geht es zur Installation der App SUVD Magazin. Und jetzt müsste der Empfänger, wenn ich jetzt hier einmal zurückgehe, jetzt hat der Empfänger das erhalten. Das wäre jetzt hier einmal der Empfänger, der zieht das hier zum Beispiel einmal runter, seht ihr, er hat eine neue Nachricht erhalten. Das wäre eine Möglichkeit, oder er geht direkt einmal, ja, hier könnte er direkt drauf gehen dann, wenn er das erhält, auf diese Nachricht zum Entsperren über den Bildschirm streichen, steht hier einmal, und ich schaue hier unten einmal, das sind ja, ich gebe das mal hier hin, denn ich befinde mich ja hier bei dem anderen Gerät, da der wäre ja jetzt in einer ganz anderen Örtlichkeit und in einer anderen Örtlichkeit diese Person, und hier, das ist das Handy, wo die auf diese SMS einmal gekommen ist. Ich würde dann einmal hier zum Beispiel drauf tippen und würde dann jetzt dann hier in diesem Fall hier das Fenster entsperren, damit ich die Sicht habe auf meine SMS hier. Das tippe ich dann einmal drauf, und jetzt habe ich einmal hier diesen Link hier. Hallo, hier geht es zur Installation der App SUVD Magazin. Dann würde ich hier drauf tippen und dann sagt er einmal URL öffnen. Zum Beispiel kann ich auswählen, und dann tippe ich hier drauf, URL öffnen, und jetzt wird mir angeboten, dass ich mit einem von diesen Apps, die sich hier drauf befinden, da hingehen kann, weil ich weiß, dass sich das um eine App handelt, kann ich auch direkt hier einmal zum Play Store gehen. Da würde ich dann drauf tippen und auf nur einmal, und dann gelange ich dann automatisch hier zu dieser SUVD-Seite, müsste ich ja jetzt hier gelangen, nicht zu dieser SUVD-Seite, zu der App Google Play Store, und das ist genau die App, die ich ja weiterempfehlen wollte. Das war also das Gerät, von dem ich das abgesandt habe, und das ist das empfangende Gerät hier, wo ich das gerade erhalten habe. Ja, ich würde einmal sagen, das soll es einmal gewesen sein. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.